So, liebe Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, einen habe ich heute noch für euch. Und zwar mal einen ganz anderen Karton, auch wenn es sich wieder um ein Messer handelt und wieder um eine Leihgabe vom Sascha vom Kanal Writing Turning Flipping zur Vorstellung dieses Messers hier bei mir auf dem Kanal. Selbstverständlich kriegt ihr auch hier wieder meine detaillierte Meinung dazu und nicht nur die blöden Fakten. Ja, ganz anderer Karton. Woran liegt das? Es ist halt eine andere Größenkategorie. Es handelt sich um das Modell BT, also T für die Titanserie, Bestech Titan 1807E. Das Parrot, der Papagei. So, dann gucken wir uns doch mal an, was in diesem Karton zu finden ist. Die sind übrigens so passgenau, dass die richtig schwierig aufgehen. Als erstes findet ihr hier so ein gefüttertes Techlein. Da drin ist dann nochmal Tütchen mit einem, ich glaube, es ist das Axtool, müssen wir gleich mal gucken. Und dem Mikrofasertuch, immer schön auf Dreieck gefaltet, wie sich das gehört. Also nette Idee, diesmal keine Reißverschlusspouch, sondern dieses kleine gefütterte Beutelchen hier. Ist eigentlich ganz nett. Ja, darunter, normalerweise in der kleinen Plastikfolie, das Messerchen eingebettet. Wie sich das gehört. So, gucken wir mal. Das Tool ist für. Ich habe keine Ahnung, wofür das Tool ist. Ich habe ernsthaft keine Ahnung, wofür dieses Tool ist. Sei mal dahingestellt. Sollte ich das noch in irgendeiner Form rausfinden? Ach, guck mal hier hinten. Das ist tatsächlich für die Schraube hier hinten am Lanyard-Loch. Da haben wir es doch. Alles klar. Also, extra Tool. Weil hier hinten proprietäre Schraube verwendet wurde. Stellen wir das mal beiseite. Den lassen wir mal aus optischen Gründen einfach hier, oder? Ne, dann spinnt mein Weißabgleich. Der kommt auch weg. Ja, hier haben wir das Parrot. Ihr seht schon, auffälligstes Merkmal ist direkt hier hinten dieser runde Teil. Der Teil teils aus Titanplatine, teils aus Backspacer und teils aus diesem aufgeschraubten Stück besteht. Dieser bildet das Lanyard-Loch hinten. Ja, wirkt fast so wie so ein kleines Achsgelenk. Interessantes Design habe ich so noch nirgendwo gesehen. Gefällt mir aber eigentlich ganz gut und gibt dem Messer hinten noch so ein paar Millimeter mehr Griff. Die kann es auch ganz gut gebrauchen, denn ich schnappe mir jetzt einfach mal, was in der Nähe ist. Das Spyderco Bradley. Dann seht ihr schon, dass das Parrot ein vergleichsweise kleiner Folder ist. Maße und Gewicht schauen wir uns gleich selbstverständlich noch an. Gucken wir erstmal rundherum, was die Verarbeitung so zu bieten hat. Wunderschöne, gefräste, blau anodisierte Titanschalen mit bronze- oder goldenen Akzenten. Backspacer, Clip und hier hinten, ja, was auch immer, wie auch immer man das nennen soll. Die Lanyards, Hülse, Öse, wie auch immer. Alles in Bronze, die kleinen Schräubchen bleiben Silber. Gut, ist halt so. Ne? Das wäre halt cool gewesen, wenn die zwei dann auch noch so einen Bronzeton gehabt hätten. Aber sind sie nun mal. Dadurch ergibt sich aber vorne eine extremst cleane Optik. Also hier sind keine weiteren Verschraubungen, außer dem Achsschraubengegenstück und hier hinten des Lanyard-Lochs. Das ist also super clean. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Das Messer ist ein Flipper, hat zusätzlich noch ein Daumenloch. Ob das praktikabel ist, naja, geht so. Aber wenn ich einen Flipper habe, dann nutze ich definitiv den Flipper. 3D-gefräster Titan Pocket Clip, der hat ausreichend Spannung. Der wird auf jeden Fall einen sehr guten Dienst leisten, zumal das Messerchen so gut wie nichts wiegt. Wie gesagt, das ist ein Titan Framelock Folder, relativ kompakt. 58 Gramm. Das ist halt, ne? Also, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Da muss der Clip nicht so stramm sein. Das verlierst du halt nicht so schnell. Ja, Klinge. Sehr interessant. Modifizierte Wharncliffe-Klinge in dem Fall. Tatsächlich mit so einer ganz leichten Schnabeldolchartigen Optik. Allerdings ist relativ schnell klar, hier ist es definitiv kein Spearpoint.
Klingenspitze müsste sich in der Mittelachse befinden, etc. pp. Symmetrischer Aufbau. Dieses hier ist definitiv eine modifizierte Wharncliffe. Leicht ansteigend, das heißt, ein bisschen Bauch haben wir. Wir haben einen sehr ausgeprägten Forward Scholl. Dadurch ist die reine Schneide natürlich sehr kurz. Allerdings, trotz der Kürze des Messers, haben wir einen ganz hervorragenden Griff. Scholl, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger nach hinten. Und das Teil bringt alle vier Finger unter und ich habe damit ja entweder das kleine Stabby Stabby Pointy Pointy oder ich habe halt den hervorragenden Boxcutter. Das Ding liegt ernsthaft richtig, richtig gut in der Hand. Der Flipper funktioniert so lala. Habe ich bei Best Deck schon besser gesehen, aber ich glaube einfach, das liegt daran, dass die Klinge so klein und so leicht ist. Ich habe hier auch nicht diesen ultra-smoothen, weichen Klingengang, sondern das ist hier ein ganz klein bisschen definierter, ein bisschen fester. Das wird sich wahrscheinlich noch einspielen. Ich nehme an, das ist der Detent, der hier noch ein ganz klein bisschen zu sehr auf die Klingenwurzel drückt. Flippt super, da gibt es gar nichts. Detent ist prima eingestellt, aber sie fällt halt in keinster Weise. Naja, ich muss immer gegendrücken und dann fällt sie so ein bisschen, aber ich könnte sie hier noch nicht mal zurück ins Heft schütteln, weil diese Klinge halt so gut wie nichts wiegt. Ne? Und wenn da der Klingengang ein bisschen definierter ist und die Klinge wiegt gar nichts, dann ist halt mit Schütteln auch nicht viel. Flippen funktioniert top. Und wenn ich einfach mal den Frame entriegle, dann seht ihr auch, die Klinge ist absolut freigängig. Der Widerstand kommt definitiv vom Detent Ball auf die Wurzel. Ja, spürt man auch definitiv. Ja, ansonsten Handlage top. Optik ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Es ist halt mal ein Design, das man nicht alle Tage sieht. Das Ding ist klein und trotzdem ja, bietet es eine wirklich, selbst für meine Flossen, eine ganz hervorragende Handlage. Also dieses winzige Parrot hier, das ist dabei, mich vollends zu überzeugen. Beim Flippen, ja, ich habe die Tendenz bei so einem kleinen Messer, das dann hier hinten einfach gegen den Handballen zu drücken. Da kann es dann aber passieren, dass die Klingenspitze sich hier so ein ganz klein wenig im Fleisch fängt und dich so ein ganz klein bisschen kratzt. Ne? Du läufst ja nicht Gefahr, dich zu schneiden. Allerdings könnte das dann ein bisschen unangenehm werden. Da ist es dann gut, dass es noch die zweite Möglichkeit gibt, die Klinge zu öffnen über das Daumenloch. Dann passt das schon. Ja, ansonsten Parrot. Gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Interessant ist noch, wenn ich jetzt das Bradley mal geöffnet daneben lege. Ich lege es jetzt extra mal drunter. Dann wird relativ schnell klar, dass es sich bei dem Parrot doch um ein kleines Messer handelt. Wie klein genau, das werden wir uns jetzt noch anschauen. Maße folgen sofort. Fangen wir an mit der Klingenstärke. Relativ robust ausgeführt, trotz allem. 3,2 mm. Da hätten es 2,7, 2,8 wahrscheinlich auch getan. Hinter der Phase 0,52, 0,50. Also 0,5 mm hinter der Phase, das ist prima. Klingenlänge beträgt. Jetzt muss ich wieder gucken, dass ich wenigstens mal im Bild bin, wenn ich das mache. Ziemlich genau 6 cm. Der geschliffene Teil, also scharf, sind 4,9. 4,9 cm scharf. Das ist wahrlich nicht viel. Also das sind dann 1,9 Zoll Klinge. Das ist jetzt definitiv kein Riesenmesser. Aber ich habe es erwähnt, das Ding liegt ganz hervorragend in der Hand. Also wenn ich in den Vorgriff gehe, und das ist ja, was ich bei den kleinen Spyderco auch immer so liebe, dann habe ich trotzdem einen vollen Vier-Finger-Griff. Ich habe einen sicheren Griff. Ich spüre, dass dieses Messer während der Arbeit wirklich nirgendwo hingeht. Und für alle kleinen Aufgaben, wie jetzt mal, wie gesagt, Verpackung öffnen, Brief öffnen oder was auch immer, reicht mir das auf jeden Fall. Also wer einen kleinen, modern gestalteten, ja fast schon leicht taktisch anmutenden Folder sucht für die Alltagsaufgaben, der ist mit dem Parrot auf jeden Fall gut bedient. Ich finde das Teil höchst interessant. Ich weiß nicht, ob ich mich für Blau-Gold entscheiden würde, aber so wie es da liegt, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt es mir doch sehr gut. Preislich liegt das Kleine bei
175 Euro. Klar, es ist nicht sonderlich groß, dennoch zahlt man natürlich Material und Verarbeitung. Auch hier haben wir wieder S35 VN Stahl, Titan, Frame Lock, Flipper, Kugel gelagert. Mit allem Schnick und Schnack, den man von einem Bestek Titan Folder so erwarten kann. Wirklich, wirklich cooles Teil. Ganz lieben Dank, Sascha, dass ich das mal auschecken durfte. Das Parrot ist auf jeden Fall eine Option für die Leute, die einen kleinen Framelock Folder suchen. Einen kleinen, leichten Begleiter für den Tag. Ich gucke mal gerade, ob ich den Yunzi Prototypen griffbereit habe. Ist natürlich die falsche Tasche. Dann haben wir da noch einen Größenvergleich. Das Messer ist ja jetzt schon auf einigen Kanälen in einigen Videos vorgestellt worden. Das wirkt also tatsächlich noch mal ein Stückchen größer als das Parrot. Ist es auch. Was die Schneide angeht, habe ich beim Yunzi tatsächlich noch mal 12-13 mm mehr. Victorinox habe ich gerade leider nicht griffbereit. Bin mal wieder schlecht vorbereitet, weil ich hier so einen Marathon hinlege. Dieses Video war gerade eigentlich gar nicht geplant, aber ich habe mir gedacht, komm, du bist einmal dabei. Drehst du das auch noch, ne? Ja, der Parrot. Oder das Parrot, das Bestek Parrot, der Parrot, wie auch immer. Interessantes Messerchen. Ich finde das Teil richtig cool. Ein Bestek habe ich euch noch vorzustellen. Das wird aber noch ein bisschen dauern, denn da kriege ich noch was, dass ich dieses Messer auch noch besser präsentieren kann, als ich es sonst könnte. Also es gibt zwei verschiedene Varianten und ich möchte euch gerne beide zeigen. Habe aber nur eine hier. So, Klartext. Scheißegal, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und sage, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.